Ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video in Tag 5. Wir haben wieder Sonnenschein. Wir sollen ja immer noch das Artefakt finden. Und ich muss sagen, dass ich muss mal gerade ganz kurz einen Screenshot machen, dass ich mich sehr wohl fühle mit dem Game, dass ich es sehr, sehr cool finde. Und wir werden jetzt unsere Harpune upgraden. Ja. Ach, unsere Frachtkiste. Ja, das werden wir auch machen. Wir sind auf Null. wir haben aber aus der letzten Folge sehr viel gutes Feedback bekommen. Ich schaue mir das jetzt mal alles einmal an. Wir haben Bronze erreicht. Wir haben den Haikopf serviert. Und das war sehr, sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, letzte Folge. Wir brauchen jetzt 20 Follower und noch ein recherchiertes Rezept. Das ist schon sehr cool. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange drum rum. Wir gehen jetzt direkt mal tauchen und ich versuche, das Artefakt zu finden. Denn nach diesem Artefakt kommt etwas sehr, sehr Cooles. Okay. Ich bin... Okay. Mr. Delfin, Flipper. Flipper möchte wieder mit uns, braucht unsere Hilfe. Ich glaube nicht, dass er spielen möchte. Ich glaube, er hätte es eilig. Ich frage mich, ob da irgendwas nicht stimmt. Apropos, der Amazonas-Delfin ist diesmal gar nicht zu sehen. Ich sollte ihm folgen. Was ist mit den Delfinen passiert? Let's go! Ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Ich glaube auch, dass wir... Oh nein! Oh nein! Er hängt fest! Er hängt voll fest! Oh mein Gott! Piraten, wir müssen es hier freischneiden. Wir müssen es freischneiden. Wir müssen das freischneiden. Ganz, ganz dringend. Boah, scheiße. Der Delfin ist gleich frei. Ja, perfekt. Sehr cool. Wie schaffen die es nur immer? Die sind doch so schlau eigentlich. Wie schaffen sie es denn nur immer, sich da irgendwie gefangen nehmen zu lassen oder so? Mein Gott. Okay, okay, okay. Aber wir haben ihnen geholfen. Sie sind sehr dankbar. Das ist sehr, sehr cool. Ich finde es so süß, dass er pink ist. Ja. Sehr, sehr cool. Es macht sehr viel Spaß. Sie haben ein Geschenk hinterlassen. Großer Goldbarren. Holy shit. Was mit den Delfinen passiert? Abgeschlossen. Sehr geil. Okay, wir tauchen jetzt hier mal direkt tief. Und versuchen, das Artefakt zu finden, was wir suchen. Oder gesucht haben. Ne, wir suchen es ja immer noch. Das ist ja quasi... So, wieder komplett Sauerstoff aufgefüllt. Oh, so einen richtig coolen Haken. Hello, eine Schock... Schockhaken. Okay. Ja, das brauche ich auch. Definitiv. Ich bin sehr gespannt jetzt. Ich wechsle mal einmal. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier unten jetzt etwas derartiges finden, was wir vielleicht suchen. Also ich erhoffe mir natürlich... Okay, wir sind jetzt schon ein bisschen über 70 Meter, ne? Da ist das Artefakt! Was wir suchen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Aufnehmen. Oh, Dave, ich glaube, das ist es. Komm sicher zum Boot zurück. Ich warte auf dich. Hä, was ist er für einer? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Erdbeben.
das eklig. So in der Tiefe, so ein fettes Auge. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh, was war das gerade? Ich muss sofort zurück zum Boot. Ja, klein Moment, klein Moment, klein Moment, klein Moment. Klein Moment. Wir werden hier mal so ein bisschen... Uah, der wird uns hier direkt dingeln. Der wird uns direkt versuchen anzugreifen. Oh Gott, eh, ausweichen. Holy shit. Ah, wir haben ihn. Geil, Leute. Direkt so ein Fleisch eines Langnasensägehais. Oh, geil. Oh, was ist hier? So eine Muscheln. Muscheln gibt's auch. Ganz viel. Ganz viele Muscheln. Sehr geil. Wir haben definitiv ganz viel. Oh, sehr gut. Ganz viel Neues jetzt schon quasi bekommen. Das ist auch sehr cool. Ein Schädel. Hm, ich frage mich, wozu das gut ist. Hier sind ja richtig viele coole Sachen so in der Tiefe. Oh mein Gott. Bleierz. Holy shit. Okay, das ist schon mal sehr, sehr cool. Ich versuche jetzt gerade mal, diese Barsche da zu bekommen. Diese großen. Zumindest diese etwas größeren. Diese roten. Muss ich die schießen? Okay, die schwimmen halt weg, ne? Die schwimmen weg. Brauche ich die lebend? Ist halt die Frage. Hm. Okay. Wahrscheinlich hätte ich die lebend gebraucht. Ich guck mal gerade, ob wir so einen Kalmar hier kriegen können. Hä? Geht das nicht? Bin gerade ein bisschen confused. Achso, Gott. Habe ich ihn bekommen? Nein, scheiße. Ein bisschen schneller schwimmen. Ich muss ein bisschen schneller schwimmen. Oh, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell hinterher, schnell hinterher. Wir haben Sauerstoff. Können das nochmal einsetzen. Okay, komm, lebend. Ja, geil, 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 geil. Okay, können wir irgendwas abwerfen, was wir nicht brauchen? Okay, diese beiden Sachen brauchen wir definitiv. Diese beiden brauchen wir auch definitiv. Brauchen wir irgendwas, was schwer ist, was... Ja, der ist halt schlecht. Der kann halt weg. Dafür kann ich halt nochmal mir einen anderen Tintenfisch holen. Was wir auch definitiv jetzt machen werden. Komm schon, komm schon. Wir sind schneller. Schneller, 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 schneller. Tintenfischringe. Ich möchte Tintenfischringe. Ah, Kacke. Entwischt. Shit. Das ist geil. Okay. Okay, also wir haben richtig, richtig viel. Okay, ich würde sagen, das war ein sehr erfolgreicher Tauchgang. Wir werden jetzt gleich nach oben gehen. Schwimmen, meine ich, nachdem wir den hier erwischt haben. Warum kriegen wir den nicht, ist die Frage. Oh Gott. Ja, Kacke. Den kriegen wir. Geil. 9 Kilo. Wir können jetzt wirklich gar nichts mehr mitnehmen. Wir müssen uns hier mal so ein bisschen durchmogeln quasi. Wir dürfen jetzt nicht mehr irgendwie von irgendwem... Wir dürfen niemanden mehr triggern, wollte ich damit sagen. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir hier schnell rauskommen aus dem Wasser und dass uns niemand angreift. Ja, guck mal, easy. Easy going. Easy going. Ja, das schaffen wir. Alles easy. Alles gut. Das ist 35 Kilo, obwohl wir nur 19 hätten. Boah, geil.
Sehr, sehr geil. Ich weiß, dass wenn wir zu überladen sind, wir wirklich gar nichts mehr mitnehmen können. Also so wirklich gar nichts, gar nichts. Ah, da kommt er ja wieder. In Ordnung, du hast es sicher nach oben geholt. Es scheint in einem sehr guten Zustand zu sein. Fast so, als wäre es bis vor kurzem irgendwo gelagert worden. Sehr interessant. Das könnte sogar der Fund des Jahrhunderts sein. Sehr gut. Dave, lass uns weiter zusammenarbeiten. Die Geheimnisse des Seevolk-Zivilisation lüften. Er so, hä? War das nicht nur eine einmalige Sache? Cobra direkt, nee, 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 selbstredend, gar kein Ding, das machen wir. Der hat wieder Dollarscheine in den Augen. Wir bleiben in Kontakt. Perfekt. Sehr, sehr geil. Ja, gut. Wir haben 300 Gold gekriegt. Olivenöl. Kurkuma fünfmal. Was auch sehr cool ist. Die Spuren des Seevolks. Geil. Wir waren tiefer tauchen. Das war der achte Tauchgang. Wir haben Langnasensee geheim. 2,10 Meter. Und wir haben diese Fundsachen hier quasi. Auch sehr geil. Ja, sehr, sehr cool. Okay, da es aber quasi am Morgen ist, jetzt ist es der Nachmittag, können wir nochmal tauchen gehen. Haben wir jetzt noch eigentlich einen Auftrag? Haben wir To-Dos? Hauptauftrag. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Und haben wir gemacht. Normalerweise warten wir jetzt halt eigentlich noch auf irgendwas anderes. Wir gehen jetzt nochmal schauen nach den Kärtchen hier. Wir können eine Schildkröte fangen. Ich glaube, dafür müssen wir Tag, Nacht, Nacht. Bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt quasi, ob wir Nacht haben oder nicht. Wollen wir mal nachts tauchen gehen? Wir können die Zeit nicht überspringen, ne? Nee. Okay, aber wir haben anscheinend einen neuen Fischi gefangen. Irgendwo da. Ja, wir haben einen besseren gefangen. Und einen Langnasensägehai. Richtig cool. Sehr, sehr cool. Was kann denn sonst noch alles so in der Mitteltiefe sein? Oh mein Gott, ein richtig fetter Hai. Ein Hammerhai. Ein Marlin ist das. Noch ein Tintenfisch. Quallen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber da gibt es auch definitiv noch kleine und große Fische. Sehr cool. 45% haben wir da, 16% haben wir da. Ja. Sind die nachtaktiv? Nee. Nö. Was das hier für welche sind, habe ich. Ist das er? Habe ich gar keinen Plan. Oh, das ist auch noch ein Hai. Ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen weiter schwimmen, ne? Einfach ein bisschen weiter weg und nicht immer nur ganz vorne direkt runtergehen, sondern auch mal ein bisschen weiter schwimmen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch auch gleich mal. Wir können damit jetzt 10% Schaden machen. Die hat anscheinend jetzt schon 15% Schaden. Warum auch immer. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein und machen weiter. Ich bin ja sowas von hyped. Das ganze Spiel gefällt mir so gut. Ich bin so verliebt. Ich werde in der Nacht davon träumen. Ich werde davon träumen, tauchen zu gehen. Oh mein Gott, das ganze Riff sieht voll anders aus. Holy shit. Das ist ja mal so cool. Oh mein Gott, das ist ja mal so cool. Hä, das ist ja mal mega geil. Oh mein Gott. Erstmal neue Waffe hier. Die macht weniger Schaden, oder? Die macht weniger Schaden. Die nehme ich jetzt erstmal nicht. Was ist das? Holz. Lasse ich erstmal so, wie es ist. Okay, ich werde mir das zu Herz nehmen und werde ein bisschen weiter rausschwimmen. Direkt von Anfang an. Ich werde direkt weiter rausschwimmen. Da ist nämlich ein neuer Fisch. Safe, den hatten wir noch nicht. Den hatten wir safe noch nicht. Ja, den hatten wir noch nicht. Sehr cool. Und direkt mal ein bisschen mehr davon holen. Geil, den Schlagstock. Yippie. Cool. Sehr cool. Einfach mal ein paar kleine Fischis, oder?
Sehr gut. Das ist ja wohl ein sehr, sehr kleiner Fisch. Aber voll okay. Guck mal, das hat uns doch direkt schon wieder weitergebracht. Ich bin begeistert. Ich bin sehr begeistert. Rochen und so sind doch eigentlich immer eher so an der Oberfläche, oder? Na, komm her. Dich nehme ich direkt mit. So. Du bist ein Snack. Für mich. Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob ich diese Quallen hier jetzt holen kann. Ob ich dafür irgendwas Spezielles brauche oder so. Die lebt nicht mehr. Hm. Müssen wir die fangen oder so? Vielleicht? Na, nee, die brauchen wir jetzt noch nicht. Wow, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Ich könnte so kotzen. Gehen Sie weg von mir. Bitte geh weg. Warum hast du immer Bock auf mich? Ich habe keinen Bock auf dich. Ich habe absolut keinen Bock auf dich. Aha, perfekt. Guck mal hier. Ich muss den ja nur... Durch die bessere Harpune ging das voll schnell gerade. Holy shit. Ich wusste nicht, dass ich den direkt so... Aha, guck mal da, ein Hai. Der gehört uns. Der gehört definitiv uns. Muss nur einmal ganz kurz den hier hauen. Dann holen wir uns den Hai. Was ist das denn? Eine Schüssel. Hm. Ich muss den Hai ein bisschen weglocken, glaube ich. Macht er jetzt Angriff? Ach, geh mal weg, du Dummer. Ha, direkt in die Nasenspitze. Oh, fast erwischt. Mega. Okay, also 7 oder so. 7 Treffer braucht der schon, ne? 7 Treffer braucht der. Okay. Ich denke, das ist echt gut. Ich denke, das ist wirklich gut. Wir müssen jetzt nur schnell nach oben wieder. Weil, komme ich da hoch? I hope. Weil wir sonst hier so ein bisschen dran sind gleich. Da. Sind wir nicht. Wir schaffen das. Leute, wir schaffen das. Können gleich noch ein bisschen unter Wasser hier Ressourcen umwohlstillen und können gucken, ob wir so irgendwas wegwerfen. Wir werfen das hier weg. So. Wir werfen den hier weg. Ist so geil, wir haben einen Zahn. Wir haben einen Zahn bekommen. Süß. Die ganzen Kleinfischis. Die sind auch wichtig. Auch sehr wichtig. Okay, wir wissen ja, wir können ja auf 35 gehen. Auf 35 Kilo, wollte ich sagen. Ja, den kriegen wir. Bam. Sehr gut. Wusste gar nicht, dass ich den vorhin nicht gekriegt habe. Hm. Okay. Alles klar. Gut, dann werde ich jetzt hier mal hochgehen. Und werde mir das Ganze mal von oben anschauen. Was gibt es denn hier so Schönes zu sehen? Oh wow, ein Gleiter. Warte mal. Obviously, wir können da nicht weiter. Pock. Okay.
Dann müssen wir irgendwo hier einen Weg reinfinden gleich. Anders funktioniert das wahrscheinlich nicht. Okay, wir können hier anscheinend jetzt auch wieder... Ah, das ist ja auch super. Okay, ab hier können wir, ne, Fluchtkapsel und so. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, erstmal das Ding hier öffnen. Gegen den hier tauschen. Das ist ein Barracuda. Oder was sind das für Dinger? Okay, wow. Klein Momentchen bitte. Das muss ich ja mal näher hier begutachten. Boah, den kriegen wir. Den kriegen wir. Das verspreche ich. Okay, bereit machen. Mega. Dings. Eine richtig geile Makrele. Eine große war das. Holy shit. Okay, wir können jetzt aber auch nichts mehr irgendwie tragen. 35,2. Wir müssen nach oben. Und müssen die Dingskapsel nehmen. Fluchtkapsel. Wir können ja sowieso nichts mehr tragen. Von daher einfach nach oben ziehen lassen. Ich glaube, das ist immer am sinnvollsten. Sehr, sehr geil. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, sehr doll. Mhm. Weißspitzenriffhai, wir haben den Zahn, wir haben 17 Tiere gefangen. Das ist auch ein neuer Rekord. Torpedo-Makrele. Geil. Sehr geil. Ab ins Aquarium damit. Okay, endlich gibt's wieder. Oh mein Gott, wir haben eine neue Bewerberin. Sieh mal an, jemand hat sich auf die Stellenanzeige von Banchu Sushi beworben. Schauen wir mal hinein. Sehr cool. Geil. Richtig nice. Oh, ich hätte nicht so schnell mit einer Bewerbung gerechnet. Mal sehen. Und hier finden wir dann die Lebenslauf. Wir sollten diese Person sofort einstellen, auswählen, anheuern. Unterschreiben. Perfekt. Eingestellt. Alles klar, unser erster Angestellter. Angestellte Personal muss zugeteilt werden. Auswählen. Personal kann entweder in der Küche oder im Essbereich eingesetzt werden. Füge sie deiner Küche hinzu, wenn du Gerichte schneller zubereiten willst, oder dem Essbereich, damit Gerichte schneller serviert werden. Ja, ich glaube auch, dass das hier, ne, servieren, dass das sehr gut ist. Im Essbereich, ja. Okay, da steht denn die nette Dame. Sehr gut. Wir haben auch wieder neue Zutaten. Wir haben den hier. Wir haben Kurkuma, wir haben ihn hier. Wir haben neue Fische. Oh mein Gott, diese Liste wird eh mehr länger. Gewürze. Andere? Was sind denn andere? Okay. Ja. Forschung. Oh Gott. Das möchte ich gerne machen. Wir forschen jetzt erstmal ein bisschen. Richtig, richtig geil. Wir kommen immer weiter voran. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Perfekt. Das sind auch nämlich direkt wieder ein paar, ja, wie sagt man, etwas teurere Gerichte. Let's go. Menü. Davon haben wir einen. Oh Gott, ich muss erst mal gucken. Das kostet 50. Das haben wir einmal. Das packen wir direkt mal auf die Liste. Was haben wir denn noch Teures? Den hier haben wir. Das packen wir auch einmal rauf. $8.
20 Dollar. Was ist das? Torpedo. Ah ja, okay. 35 Dollar. 10 Stück davon. Das ist schon nice. Oh mein Gott, wir haben 20 Stück von denen. Auf 35. Oh ja. Oh mein Gott, wir werden so viel Money machen. Holy shit. Das wird richtig nice. Den will ich da drauf haben. Und zwar definitiv 10-mal, bitte. Möchte ich den noch vorerst veredeln für 3-mal? Ich glaube ja. Oh mein Gott, direkt auf 45. Bam. 7-mal. Wir können noch ein Menü hinzufügen. Geil. Haifischflosse. Ist schon besser als die anderen. Let's go. 5-mal. Oh Leute, wenn wir das uns zusammenzählen, ergibt das richtig viel. Und wir können ja auch noch, nachdem diese beiden Sachen hier einmal ausgegeben wurden, auch noch nachrüsten quasi. Okay, sind wir ready? Ich glaube ja. Oh mein Gott. Let's go. Gott sei Dank hilft sie mit, ey. Gott sei Dank hilft sie mit. Wer möchte einen Tee? Hello, Ski. Ich hab doch gesehen, dass du einen Tee willst. Ja, ja, ich bediene die. Ich bediene die mit Tee. Ich bediene die mit Tee. Gar kein Ding. Die andere serviert bitte einfach nur. Ah, renn los. Die hat auch noch Tee genommen. Sehr geil. Ah, okay, perfekt. Alles gut, alles gut. Ja, komm, 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 komm. Ich weiß jetzt nicht, wer als erstes das serviert hat. Aber gut. Holy shit, holy shit. Das andere kann die andere nehmen da, damit wir... So. Endlich. Ich muss gleich hier ein bisschen Wasabi reiben. Okay, komm. Schnell, 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 schnell. Der will was trinken. Holy shit. Das passt. Jetzt können wir dem anderen das direkt abnehmen, was er hier gezaubert hat. Oh, laufen, 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 laufen. Sehr gut. Der Kopf ist weggegangen wie nichts Gutes. Ich mache hier direkt mal putzen, putzen. Perfekt. Okay, ich hoffe, die waren zufrieden. Zeit ist um. Die waren voll zufrieden. Das war das bestmöglichste Ergebnis, was wir heute hätten machen können. Und wir haben insgesamt ein Plus gemacht von 624. Ich raste aus. Oh, geil. Allein nur davon haben wir so viel eingenommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wir haben auch fast Silber erreicht. Wir haben wieder 5 Flammen bekommen. 5 Sterne. Holy shit. Das war ein sehr erfolgreicher Tag.